Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier von meinem Hof auf den der Oberlausitz. Mein Name ist Jakub Pavliatschewik und ja, das ist mein Hof oder Papas Hof. Wir haben 5 Uhr in der Früh. Ich habe gestern tatsächlich noch eine Feldtier fertig machen können und ja, ich bin immer früh aufsteher. 5 Uhr ist für mich die Nacht rum und ich meine, guck mal, Leute, es ist doch auch ein schöner Anblick, ne? Hier so über diesem See, da der Mond. Oh. Wie dem auch sei. Müssen wir erstmal gucken. Ich weiß gar nicht. Einmal aussieht, man hat so viele Projekte, man weiß gar nicht mehr, was man in jedem Einzelnen quasi gemacht hat. Okay, das Feld hatten wir, glaube ich, fertig. Das war gepflügt, da können wir gleich mal gucken. Dann haben wir die 13, die 8 und die 2. Wir schauen mal uns mal eben das den Wachstumsstatus an. Ist gegrubbert, das heißt, das Feld ist leer. Acht ist im Wachstum. Da können wir mal gucken, was das ist hier, die 7 und die 8. Die 6 wäre erntereif. Die 13 haben wir jetzt gemacht. Die ist abgeerntet und gepflügt. Genau. Die 21 ist auch gepflügt. Da ist jetzt tatsächlich aber nichts drauf. Das heißt, ich würde jetzt einmal hier, wir sind jetzt hier, einmal 8, 7 und 6 mir angucken und schauen, was da drauf ist und was wir da machen können. Ich glaube, diese Richtung ist richtig soweit. Weil eins war, meine ich, auch noch eine Wiese. Die ist dann... Ja, da können wir dann wieder Heuballen oder so machen. Ein Duster hier auf dem Hof. Aber... Eieieiei. Wir lassen das dann trotzdem so. Okay. Also, hier haben wir Zuckerrüben. Die sind im Wachstum, okay. Da brauchen wir noch einen Zuckerrübenernter. Kriegen wir mit 187... Hier sind Sonnenblumen im Wachstum, okay. Da brauchen wir dann, ich muss mal gucken, Mähdrescher haben wir. Da brauchen wir aber, glaube ich, einen anderen Vorsatz für das wegzubekommen. So. Und dann kommt noch Feld Nummer 6, das soll ja erntereif sein. Und dann gucken wir mal, was wir dort... Gucken wir genau. Ey, ganz ehrlich, ich sollte für jedes gucken wir mal... 5 Euro spenden. Wow. Hier ist Sorghumhirse drauf. Erntereif. Haut klein, muss gepflügt werden. Gut. Dann habe ich gerade so mit mir beschlossen, wir holen jetzt unseren Drescher. Ich hoffe, das haut hier mit der Stimme so hin. Ist nicht zu laut. Da muss ich dann gleich später mal reinhören. Weil einmal aus, ich hatte bei anderen Projekten das Problem, dass plötzlich der Spielesound so laut war, dass man mein Mikrofon gar nicht gehört hat, komischerweise. Aber interessanterweise war auch der Teamspeak entsprechend laut drin. Heißt mit anderen Worten, es kann nicht am Spielesound alleine liegen. Ja, weil wenn die Capture Card zu laut wäre, wäre beides zu laut. Egal, es wird kompliziert, lassen wir es. Gut, wo ist mein... ist mein Drescher, ein schöner Drescher. Verlauf mich auf meinem eigenen Hof, ist das nicht traurig? Ich mag dieses, ganz ehrlich, ich mag dieses orange Licht. Ich finde das so mega, ich finde das so richtig schön warm, besser als dieses grellweiße. Hier, da wirst du, da erblindest du ja drin. Habe ich mal meinen Drescher hingestellt, Mann. Toll. Onkel Günthers Lanz. Ja, der ist inzwischen der Bausimulator gesehen hat, weiß es. Da habe ich dann den Anruf, während wir aufgenommen haben, bekommen. Inzwischen verstorben. Beerdigung ist gelaufen. Aber man muss ganz ehrlich sagen,
Aha. Also wenn ich den Knopf hier zu lange drücke, geht das Licht, geht das wieder aus oder was? Glaube, da hatte ich gerade ein Verhältnis mit dem. Ah, oh Mann, ey. Muss den mal. Verhältnis mit dem Telelader. Ja, der Hof ist nicht gerade vom Platz gekrönt, ne? Wie wir hier am besten rauskommen und vor allen Dingen, wie wir am intelligentesten fahren. Ja, nee, man muss tatsächlich sagen, also es hat ja angefangen, er ist damals ganz kurz zur Geschichte. Er war im Tiefbau tätig, ist dann in einem Graben quasi, ja, wie soll man sagen, ausgerutscht, hingefallen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall lag er plötzlich im Dreck. So, hat dann dort, und das ist schon mal eine ganz komische Sache, hat dann dort quasi im Graben dann seine Hose und seine Schuhe ausgezogen, weil die halt voller Matsch waren und ist nach Hause gefahren. Ging es irgendwie, ich glaube, er konnte dann irgendwie den Bein nicht bewegen oder wie auch immer, ist dann auch zum Arzt und man hat dann natürlich, wie das denn bei Ärzten so ist, erstmal natürlich geguckt und Medikamente und das wurde aber nicht besser und irgendwann ging das Ganze dann zum Neurologen und die haben dann festgestellt, dass er einen Tumor im Schädel hat, welches eben auf dieses Bewegungszentrum quasi drückt. Deswegen ging das Ganze nicht mehr. Das hat man dann operiert, da es aber an einer relativ ungünstigen Stelle lag, hat man nur ungefähr 80, ich glaube 80 oder 85% davon entfernen können. Und ja, da ein schnell wachsender Tumor, danach gab es dann auch die Chemo und so weiter und so fort. Und zum Schluss war es aber im Prinzip so, dass er, ja, er konnte quasi noch arbeiten, hatte dann teilweise auch schon Wahnvorstellungen. Das ging dann so weit, dass er dann seine Frau gerufen hat, also meine Tante. Ja, hilf mir noch ein letztes Mal und ich will nicht sterben. Und ja, bis er dann endlich irgendwann mal einen Hospizplatz hatte. Und da hat man ihn dann irgendwann per Medikament so weit oder relativ weit beruhigt. Und dann waren das auch nur noch 1 oder 2 Tage tatsächlich. Vieles wusste er dann nicht mehr. Es ist dann, war dann teilweise wie bei einem Dementkranken, das Langzeitgedächtnis, das funktionierte noch. Bewegen konnte er die komplette linke Seite so nicht mehr. Kurzzeitgedächtnis hat überhaupt nicht mehr funktioniert, was du ihm morgens gesagt hast, das hat er eine Stunde später nicht mehr gewusst. Und von der Seite, es klingt hart, aber man muss ganz ehrlich sagen, es ist so dann tatsächlich besser, weil ich glaube, du hast dann in dem Moment auch nichts mehr vom Leben, wenn man dich da irgendwie künstlich am Leben erhält. Er hat übrigens keinen, wie sagt man, Lebensmitteltropfen, nur einen für Flüssigkeit, weil er das abgelehnt hatte, lebenserhaltende Maßnahmen zu bekommen. Passt natürlich nicht zu dem, wenn er sagt, boah, ich will nicht sterben und aber lebenserhaltende Maßnahmen will ich auch nicht. Ja. Nein, also es ist ganz klar, hier ist es dann aber auch eine ganz andere Geschichte, weißt du, da ist jemand krank, man kann sich darauf vorbereiten, man weiß, dass es passieren wird, die Frage ist eben nur wann. Und ja, so sieht das aus. Und das war bei meinem Sohn damals eine ganz andere Hausnummer. Da steht abends die Polizei vor der Tür und sagt, ja, das und das ist passiert, ne? Okay, gut, aber wir wollen hier Vlog machen. Ich bin morgens um 5:50 Uhr hier auf dem Feld unterwegs zum
zum Dreschen. Sorghumhirse muss runter. Dann mal gucken. Vielleicht tausche ich diesen Dresser aus. Das wäre im Übrigen. Oh, das wär eine nice, eine nette Idee, in einer neuen Rolle zu sprechen. Ich glaube, ja, mal gucken. Man das hinkriegt und dass man quasi sagt, ich kann SCH nicht aussprechen. Ich tausche den Dresser aus. Gib mir mal die Tasse, die mit den Henkeln, also mit den zwei Henkeln. Nein, nicht das Ding zum Trinken, sondern nicht die Tasse eben, mit der man einkaufen geht, die Tasse. Will ich haben. Fahre ich mit dem Sif. Ich glaube, das ist. Das ist noch was anderes als Lispeln. Lispeln würde ja so gehen, dass man die Zunge immer so ein bisschen... Nicht? Aber ja, das wäre eigentlich ganz cool. Mal gucken. Ich weiß aber nicht, ob ich das dauerhaft so hinbekomme, dass ich dran denke. Nicht, dass ich nachher immer so spreche. Wäre dann auch, glaube ich, kontraproduktiv. Das ist aber, was mich bei Sorghumhirse so ein bisschen stört... Dass man im Prinzip nicht sieht, wo man gewesen ist. Ja, gut, okay. Aber wenn es zu dunkel ist oder... Egal. Aber mal einen schönen neuen Drescher, einen kleinen Klaas oder so. Ein bisschen mehr Schneidbreite als dieser. Ich hoffe, mit dem Sound, das haut jetzt einigermaßen hin, dass nicht das Mikrofon überstört. Ich sehe, dass es manchmal in den roten Bereich reingeht. Ich hoffe, das stört dann nicht weiter. Schreibt es in die Kommentare bitte unbedingt. Und vor allem sollte es jetzt so sein, dass trotz... Dass hier die Maschine läuft, der ist hier Gott sei Dank schön laut, einer der lautesten Maschinen. Da fällt das dann eben besonders auf, dass man mich auch entsprechend hört. Halt ein Experiment, ansonsten muss der Spielesound noch ein bisschen weiter runter. Beziehungsweise, können wir eben ganz kurz gucken, der LS muss gekappt werden. So. Gesamt kommt. Weil es bringt nichts, auch gerade für RP, was wir jetzt auf dieser Karte nicht haben. Da labere ich euch so die Tasche voll. Wenn du RP hast und du verstehst nichts. Das ist dann schon sehr anstrengend. Kommt gut was runter, habe ich so gerade das Gefühl. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dieser Drescher ist nicht sehr groß. Ich habe gestern Abend übrigens Folgendes getan. Ich war relativ spät im Bett mal wieder. Ne? Man kennt das, man kann nicht richtig schlafen. Ich habe die Haustürklingel abgestellt, ich habe mein Handy leise gestellt und habe dann einfach Schlaf sein lassen, weil den brauchte ich wohl offensichtlich mal wieder. Aber so viele Stunden waren es tatsächlich auch nicht. Ich glaube 7 oder so. Es war tatsächlich schon 10 Uhr irgendwas. Übrigens, demnächst gibt es dann ein Unboxing. Laut Amazon Auslieferung um den 20. November herum.
Da geht es dann um diesen, um dieses neue Joint Venture von Giants und Trustmaster. Ich hätte ja schon mal gesagt, das Lenkrad selber brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil ich habe eins und das ist mir eigentlich egal, in welcher Form oder wie das jetzt am Schreibtisch aufliegt, ob das jetzt nun glatt aufliegt oder wo ist mein Hof abgeblieben. Jetzt doof, mein Hof ist weg. Die haben meinen Hof geklaut. Nein, ob das nun flach aufliegt oder jetzt hier wie im Auto, das ist mir eigentlich völlig Banane. Hauptsache, ich kann die Maschinen steuern und fertig. Dieser Joystick allerdings, der ist in der Form interessant. Ja, also wie gesagt, nochmal ganz kurz. Entschuldigung für das Durcheinander. Ich würde mir jetzt hier kein neues Lenkrad kaufen, nur um diese neue Konsole da anzubauen. Das ist tut meiner Meinung nach nicht Not. Meiner. Sorghum hier. Warte mal, die Sorghum hier, so können wir doch dann eigentlich verkaufen, ne? Was ist hier denn drin? Nichts. Sogar eine Multiplayer-Karte, na guck mal. Aber dieser Dingens, ne? Den finde ich halt interessant. Ah, hier ist ja noch alle was drin. Weiter auch. Ne, der zweite ist leer. Können wir den zweiten eigentlich abhängen? Was ist in diesem hier? Hier ist ja auch noch so. Moment. Ist ja auch Sorghum hier so drin. Dann können wir den auch dran lassen. Dann machen wir den erstmal hier voll. Zwei Felder Sorghum hier so gehabt. Und hier sonst hätte ich jetzt Onkel Günthers Lanz davor gemacht. Der hat im Übrigen hier im Spiel auch das Kennzeichen, was er in Real Life hat. Wird im Übrigen jetzt auch verkauft. Ich hoffe, er kommt in gute Hände. Wird nicht verhunzt. Ist nämlich schon irgendwo ein kleines Schätzchen. Oh, da ist der Drescher. Oh, ich habe den Schneidwerkswagen übersehen. Weil ich in die Ferne geguckt habe. Gucken wir mal, was wir mit der Sorghum hier sie dann anstellen können. Kaufen. Kaffee am Start. Nein. Nee, wie gesagt, das wird also dieser Joystick. Vorbestellt ist er. Trustmaster hat auf seiner Seite geschrieben, ab November lieferbar. Allerdings kein genaues Datum. Das kann jetzt natürlich direkt ab dem 1. November sein oder aber auch später. Ich denke aber mal, da dieser Joystick nicht über Amazon verschickt wird, sondern über Trustmaster selber, dass der unter Umständen auch früher kommen kann als am 20. Also es sind schon ein paar hundert jetzt vorbestellt auf jeden Fall. Ich habe meinen alten Joystick habe ich tatsächlich entsorgt. Den hatte ich auseinandergenommen, weil er da irgendwelche Störungen reingebracht hat, wo du dich dann mit dem Mannequin gedreht hast und so weiter und so fort. Das fand ich dann halt nicht so lustig. Hab dann gedacht, okay, das liegt vorne an dem einen Rad, was dran ist. Hab das abgelötet. Das war trotzdem noch der Fall. Diesmal dann durch andere Achsen und dann habe ich ihn jetzt entsorgt. Bin auf diese
auf diesen Trustmaster-Stick tatsächlich sehr gespannt. Er ist vorkonfiguriert für den LS. Also da ist er, soll er wohl wirklich Plug and Play sein. Ich denke, das werden wir an der Mühlenkreis Mittelland testen. Das ist ja so ein bisschen meine Testkarte, ne? Ich habe irgendwie Lust, heute Morgen hier eine Runde zu fahren. 6.43 Uhr haben wir schon. Ein wunderschöner, sonniger Tag. 14 Grad. Ich mag das ja. Ich war gestern Morgen, Sonntagmorgen. Sonntags fahre ich immer zum Friedhof. Und das war relativ klar, als ich losgefahren bin und auf dem Friedhof selber, da zogen dann so ein bisschen diese Schwaden, also es wurde ein bisschen diesig. Ich mag das ja, ne? So richtig frische, klare Luft und dann so ein bisschen die Sonne, diesiges Wetter, ich finde das herrlich. Frage ist halt, muss mich ja beruflich umorientieren, was kann man machen? Also ich könnte mir sehr gut auch tatsächlich vorstellen, mit Kindern zu arbeiten. Muss ich wirklich sagen. Aber ich kann nicht so singen. Das ist so. Anstallen Biber Butzemann. Nee, ich lass das. Ich lass das lieber hier. Kreis. So. Kann ich dieses Feld hier auch, aber da kann ich, glaube ich, dann Helfer draufstecken. Das ist relativ gerade. Das kann Helfer mulchen. Muss ich nicht machen. Dann anschließend wieder kalken. Würde ich mal behaupten. Wobei der Ertrag hier teilweise gar nicht so schlecht aussieht. Das Feld scheint tatsächlich einigermaßen gepflegt worden zu sein. Genau. So. Ich fand das auch damals in meiner Elektriker-Ausbildung immer sehr cool. Ja, wenn man dann morgens losgefahren ist, vielleicht auch mit dem Fahrrad unterwegs im Ort zur nächsten Baustelle und so weiter. Das war, weiß ich nicht, das war irgendwie, war das schön. Das hat mir gut gefallen, aber man dann aus gesundheitlichen Gründen so einen Beruf nicht mehr machen darf. Ich wäre heute Star-Elektriker, weißt du? Ich hatte ja meine Zwischenprüfung, hatte ich ja geschafft. Danach habe ich dann ja abgebrochen und davor das erste Jahr wurde ja angerechnet, weil ich die einjährige Berufsfachschule für Elektrotechnik gemacht habe. War schon da, das war ein Klopper. Das, ja, meine Güte, du brauchst jetzt eine Qualifikation, um da reinzukommen. Das zum einen. Und du hast das eingetrichtert bekommen, was die zweijährige Berufsfachschule, wie der Name schon sagt, in 2 Jahren macht. Das war eine Menge Holz. Technologie, technisches Zeichnen. Ach, was hatten wir noch? Deutsch hatten wir. Englisch hatten wir interessanterweise nicht. Deutsch hatten wir. Wir hatten in Mathe natürlich. Rechnungswesen auch nicht, brauchten wir nicht. Wobei Technologie auch so ein Ding war. Ja, die Konstellation der Planeten und so weiter. Was das mit Technologie zu tun hat, lassen wir mal außen vor. Aber gut. Hat dann diese ganzen Kräfte berechnet. Da habe ich dann auch mal begriffen, wofür zum Beispiel ein Widerstands... Beziehungsweise wofür ein, genau... Wofür der Satz des Pythagoras gut ist. Zum Beispiel Berechnung von Widerstandsdreiecken und so.
Dann hatten wir Werkstatt, haben wir das genannt. Quasi Werkunterricht. 2 Tage in der Woche. Da gab es dann an dieser Kreisberufsschule eine richtige Werkstatt für. Da waren dann die Metaller und die Elektriker drin. Da wurde dann gedreht, gefräst, gebohrt. Also das heißt, wir hatten im ersten Halbjahr Metallgrundkurs. Würfelfeilen, meiner wurde immer kleiner, gerade war er immer noch nicht. Wenn man den jetzt nach, ich habe ihn sogar noch, wenn man den jetzt nachmessen würde, das wäre eine Katastrophe. Und dann haben wir auch Buchstütze gebaut und Stifterhalter und solche Geschichten. Und dann ging es in die Elektrotechnik. Erstmal Lötarbeiten, so Lötgitter machen. Dann haben wir ein Ladegerät gebaut, wo der Trafo die Hartpapier. Ja, Bleche will ich ja. Ist ja kein Blech. Der Trafokern aus Hartpapier, der musste selbst gefeilt werden. Wir haben selbst gewickelt. Dann. Eieiei. Ging das Ganze zum Tauchen. Das Ladegerät, eben das Gehäuse selber gebaut, gebohrt und hast du nicht gesehen. Das Teil hat irgendwann dann mal einen Geist aufgegeben. Leider war ein schönes Ding eigentlich. Wo ist denn mein Traktor? Und ein kleines Netzteil haben wir auch gebaut. Das hat man mir offensichtlich dann irgendwann mal geklaut. Das war auch cool. Frei regelbar. Auch selbst gemacht. Trafo selbst gewickelt. Da hatten wir allerdings einen fertigen Trafo-Kern bekommen, glaube ich. Ach, war schon cool, hat Spaß gemacht. Ja, aber so hat man heute auch noch Ahnung. Deswegen irritiert mich hier wirklich, hier in der Berliner Wohnung, dass es hier keinen Fehlerstromschutzschalter gibt. Ich denke, Sorghum hier, so werde ich verkaufen. Wahrscheinlich für Futtermittel benötigt, war Vogelfutter und so ein Kram. Nehme ich mal an. Ich würde sagen, angesichts der Zeit, halbe Stunde haben wir fast durch. Ich mache dieses Feld hier noch eben mit euch zu Ende. Es ist ja nicht mehr die Welt. Dann verkaufen wir noch eben die Hirse oder gucken, wo wir mit dem Zeug sonst bleiben können. Hier mal etwas schräg raus, dann kriegt man das, was wir hier haben, stehen lassen. Nämlich mit so. Dann würde ich hier zwischen den. Ah, ne, das kann ich auch in der nächsten Folge dann machen. Ein Helfer hier mulcht. Und ich gucke mal, was wir. 7:28 Uhr, noch früh am Tag. Das heißt, der nächste Vlog wird hier ansetzen. Dann gleich nochmal kurz gucken, was wir überhaupt ansehen. Ob wir irgendwas noch in diesem Jahr machen können. Weizen vielleicht, Winterweizen und so. Dann haben wir noch Strohballen pressen im nächsten Jahr.
Topliner, Deutz Fahrt. Das ist auch eine richtig alte Gurke, wa? Ja. Was auch mal schön wäre tatsächlich, meinetwegen auch ruhig als Mod, so Konzeptgeschichten. Und du hast ja im Grunde genommen hier in-game immer die gleichen Gerätschaften. Da ändert sich ja nichts, ne? Du hast hier diesen Deutz eben, du hast Klaas und so weiter und so fort, aber nicht mal irgendwie was ein bisschen was Besonderes. Nennen wir es mal so, wie es ist. Ah, ich denke, den Rest werden wir hier noch reinkriegen. Schaut im Übrigen auch gerne bei den anderen Geschichten rein, die wir dort haben. Lieper Winkel zum Beispiel. Burgenlandkreis, wobei wir dort tatsächlich im aktuellen überlegen, was wir daraus machen, weil die Karte ist grundsätzlich wieder für 3-Mann-RP viel zu groß. Ob wir da so eine Art Podcast-Folge machen, soll bedeuten, wir machen unsere Landwirtschaft und unterhalten uns über aktuelle Zeitthemen. Keine Ahnung, muss man halt mal sehen, wo das hingeht, weil die Karte ist schon relativ. Dann habe ich noch ein Geheimnis. Das verrate ich euch auch nicht, weil sonst wäre es jetzt kein Geheimnis. Sollte da irgendwas bei rauskommen, werde ich euch. Beziehungsweise sollte es da ein Ergebnis geben, dann werde ich euch natürlich davon berichten, was da passiert. So, vor Ausfahren. Gucken wir, wo wir mit der Sorge um Hirse bleiben. Und wir können auch mal in die Drescherliste reingucken. Guck mal, einen Schluck Kaffee haben wir. Deutsch eintüten hier. Herrlich. Was haben wir denn hier? Mähtechnik? Das ist den wir jetzt haben. Bostel Mesh. Das ist ein John Deere. Case. Doppelbereifung. Wow. Der liegt bei 129,5. Das heißt, der da ist wahrscheinlich noch kleiner. Okay. Klaas Trion. Das ist der große Lexion. Ja, wie wär's denn mal mit dem Trion oder so? Guck mal. 150er beispielsweise, Reifenvariante. Standard, GS kann er haben, ja. Kennzeichen dann anpassen. NOL, JB. 100, 200. Drei hinten, zwei. Okay. Ach,
Wetten, da meckert er, das Kennzeichen gibt's schon. Ah, okay. Das ist auch so ein Ding. Weißt du, er meckert jetzt rum. Ja, das Kennzeichen gibt es schon. Ist ja auch ganz schön und gut. Aber warum bleibt er dann nicht einfach auf? Warum muss man hier wieder neu rein und das machen? An Giants. Tut doch nicht Not. Unnötige Arbeit. Nervig. NOL. Okay. So, der würde jetzt kosten 416.000. Die haben wir natürlich nicht. Also müssen wir noch warten. Auf jeden Fall. So schaut's aus. Alles klar, den haben wir eben ein bisschen an die Seite gerückt hier. Muss mir auf dieser Karte auch mal die Produktionen angucken, die hier sind. Ob man die kaufen kann oder wie das aussieht. Vielleicht können wir Käse machen und dann Käse und Butter und so ein Kram verkaufen. Ich möchte ja eigentlich ungern irgendwo was hinbasteln, wisst ihr? Na? Oh ja. Der hat sich ja ausnahmsweise und so und überhaupt. Minuten. Kriegen wir das noch verkauft in dieser Folge? So, es ist jetzt wieder hell, da können wir das Licht ausknipsen. Es ist ja auch immer so ein Abenteuer hier. Der Wasserstand ist auch nie gleich, aber du kannst hier durchfahren. Was jetzt nice wäre, oder schön wäre, ich möchte ja nicht so viel Englisch sprechen, wenn hier dann auch die Reifen so ein bisschen sauber werden würden. Werden würden. Egal. Ich denke, dass der Klaas auch ein bisschen, upsala, bisschen vom Fahren her schneller wäre. Ich meine, der mit seinen 20 hier, der schläft ja eigentlich ein, ne? Ist ja, wie es ist, ne? So, lass mal gucken, wo wir Hirse verkaufen können. Was war das? Sorghumhirse, ne? 1,7. Denn mit den SN Sorghumhirse. Der beste Monat wäre der Januar. Wir sind jetzt, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt im Dezember, wa? Nee, Quatsch, wo sind wir denn jetzt? September. Der beste Monat wäre der Januar tatsächlich. 1572. Vom Preis her relativ weit unten. Mit anderen Worten, ich würde den Kram sogar noch stehen lassen. Und einfach an die Seite fahren. Wir haben dann ja noch die Sonnenblumen. Frage ist natürlich immer so, man kann jetzt sagen, okay, ja, im Januar gibt es das meiste davon. Ist ja auch, komm mal her, lass mal doch mal drauf gucken. Also, im Januar haben wir, sagen wir mal, 1572. Genau. Jetzt sind wir im September. Haben wir jetzt im Höchststand
Unten sind 1017. Wir haben es ja hier eben gesehen, aktuelle Preise. 1500 war das höchste, ne? So, wir würden jetzt zum Beispiel an der Getreide 1240. So, Landhandel Oberlausitz. 1240 würden wir jetzt aktuell bekommen. Das sind ganz grob gesehen 160, 180 Ocken weniger pro 1000 Liter. So. Bleiben wir mal bei 280. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet, aber es müsste so passen. Also 280 weniger. Meine 280 ist nix im. So, jetzt haben wir hier 37.000 Liter drin. Gut, da rechnet sich das dann natürlich schon bei 37.000 Liter Sorghumhirse. Mal 280 habe ich gesagt, ne? Egal. Gut, da rechnet sich das natürlich schon, aber teilweise, jetzt gerade bei kleinen Mengen meinetwegen, was weiß ich, wir hätten hier einen halben Anhänger voll oder sowas, da rechnet. Also, bleiben wir bis Januar in der Wiese stehen. Das heißt, ich fahre hinten in unsere Halle. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, was wir machen. Wahrscheinlich mulchen lassen. Und schauen, was wir eventuell anbauen können. Oh, das wird lustig. Ja doch, bei den Mengen ist es nicht zu unterschätzen. Also wenn wir weniger gehabt hätten, ich sag jetzt mal. Also ich hätte nicht gedacht, dass hier jetzt so viel drin ist. Bei weniger hätte ich so, ich meine, 2800 mehr oder pff, da kommt's. Weißt du, das ist dann nicht ausschlaggebend. In diesem Sinne, liebe Leute, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Und bis dahin sage ich es erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin, tschüss.